Willkommen Leute zu einem weiteren Video, und zwar geht es heute um ein neues Deck, nämlich ABC, ein weiteres Meta-Deck. Und ihr hört schon, ich bin ein bisschen heiser und habe extreme Halsschmerzen. Das heißt, ich werde diese Woche wahrscheinlich vermehrt Duelle hochladen oder manchmal auch gar nichts, denn ich brauche eine Pause. Ich habe mittlerweile gelernt, dass man als YouTuber, wenn man krank ist, doch eine Pause machen sollte. Auf jeden Fall, ich werde mal schauen, wie viele Videos ich machen kann. Und ABC kann ich jetzt auch nicht perfekt, aber es ist ein ganz interessantes Meta-Deck. Und wenn ich schon mal Duelle hochlade, dann gerne auch mal ein Meta-Deck, damit die Meta-Fans auch mal bedient sind. Ich meine, ich mache viel zu selten Meta-Decks. Nachdem ich jetzt Totally Awesome ein bisschen gemaked habe, ja, werde ich jetzt mal ein bisschen auf die anderen Meta-Decks gehen. Vielleicht auch nochmal Metal Foe, das mag ich ja sehr gern. Damit kenne ich mich auch ein bisschen aus, wobei ich da auch schon wieder die neueren Karten nicht so gut kenne. Aber wir schauen mal. Ich würde sagen, wir holen uns den, oder? Nein, falsch. Genau den wollen wir haben. Ich habe leider eine sehr schlechte Hand, die ist echt nicht gut, aber das kann ja alles noch werden. Einen Tsukuyomi kann ich nicht bauen, denn ich habe keine zwei Lichtmonster und Norden ist Wasser. Denn normalerweise haut man sich gerne mit dem Tsukuyomi ein paar Handkarten von der Hand, nämlich die ABC-Teile, um halt dann die Buster-Kanone zu bauen. Dragon Buster. Die ist echt gut. Aber mal schauen, ob wir diese Runde oder dieses Duell, dieses Monster beschwören können. Ach genau, ich darf ja sogar noch das damit ausrüsten. Ich habe gestern mich ein bisschen eingespielt mit dem Deckthema, aber ich kann es noch nicht perfekt, so wie meistens, wenn ich hier ein Meta-Deck vorstelle. Aber das sollte okay sein. Wir nehmen uns mal einen Angriffskern, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal. Ich setze einfach ein bisschen Backrow. Ich würde ja gerne, ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Ich werde mal alle drei Karten hinsetzen, aber den Twin Twister will ich nicht aktivieren auf die Instant-Fusion. Das wäre ein bisschen doof, das will ich nicht. Aber gut, wir haben Bottomless, wir haben Strike, wir haben Twin Twister, Instant-Fusion. Und ich will ein paar Sachen erwähnen in, ja, eigener Sache. Nämlich erstens, es gibt mittlerweile auf meinem Zweitkanal diverse Gaming-Reviews. Das erwähne ich deshalb, weil da diese Woche kaum Videos auf meinem Hauptkanal kommen werden. Und wenn ihr mich vermisst, dann könnt ihr da euch Reviews anschauen von aktuellen Spielen, aber auch von Retro-Spielen, ihr kennt mich ja. Beispielsweise Just Cause 3 oder auch Super Mario Run habe ich da gemacht, das waren die ersten beiden. Jetzt neuerdings kam Super Mario Land, das erste Gameboy-Spiel von Mario, oder auch Yoshi's Island, also echte Klassiker. Und morgen kommt Kirby's Dream Land. Und ja, ich werde jetzt ab und zu mal sowas machen, denn es lockert ein bisschen meinen Gaming-Kanal auf. Ansonsten will ich noch den Low-Rated Dex Cup ansprechen. Ich hatte versprochen, dass bereits in der letzten Woche Videos dazu kommen wieder, aber wir hatten da ein paar Probleme. An einem Abend ist bei Hanacam das Internet ausgefallen, da konnten wir nicht aufnehmen, an einem anderen wollten wir aufnehmen, waren schon mitten im Duell, es ging schon 18 Minuten, aber es hatte noch, naja, keine Entscheidung, nicht mal in der ersten Runde, und ich musste dann, ja, in der nächsten halben Stunde weg, deswegen mussten wir es abbrechen, das war ein bisschen blöd. Sowas versuche ich eigentlich zu vermeiden, weil das halt nicht ganz fair ist, wenn ein Duell abgebrochen werden muss, aber es ging in dem Fall nicht anders. Und ja, es ist einfach nicht dazu gekommen. Jetzt bin ich auch noch krank, da habe ich eh keinen Bock drauf, so lange Aufnahmen zu machen, wenn ich ehrlich bin, weil das macht meine Stimme nicht mit. Aber ich sag mal so, der Lowrated Dex Cup, der läuft jetzt nicht weg. Wir haben noch Zeit, ja, keine Sorge, der wird auch noch weiterlaufen. Oh, Totally Awesome willst du mir jetzt hinlegen, das finde ich aber nicht so geil, muss ich sagen. Ja, beschwört deinen Bahamutai, der frisst dann den Strike, dann ist es hier vorbei. Würde ich mal sagen, wenn alles gut läuft. Ja, ich mag ABC eigentlich ganz gern. Ich mag generell eigentlich die aktuelle Meta ganz gern. Ist mir so aufgefallen. Dachte ich erst gar nicht, aber irgendwie, nachdem ich ein bisschen was gespielt habe, dann doch, gefällt mir irgendwie doch ein bisschen. Ist halt die First Turn Meta, ne? Jetzt hat er seinen dritten Bubble Man da am Start. Nice. Was hast du vor? Würde mich mal interessieren. Ich meine, zwei Stück machen Sinn, aber drei Stück ist ein bisschen sinnlos. Weil mit zwei Stück kann er auf den Hai gehen. Und damit auf Totally Awesome, aber mit drei Stück? Ja, den kann ich nicht zulassen, das geht nicht. Das wäre tödlich, deswegen annulliere ich den direkt. Und wir schauen mal, was aus Bubble Man wird. Weil der liegt jetzt irgendwie tot auf dem Feld. Ach so, du hast noch eine Instant-Fusion. Ja gut, das konnte ja keiner wissen, ne? Dann würde ich sagen, basteln wir ihm einfach mal hier noch eine Bottomless hin, ne? Ja, Norden Action, wir kennen es alle, ne? Ist ja eigentlich nicht schlecht. Aber
ich sehe trotzdem keinen Grund, dass er den zweiten Bubble Man beschworen hat, wenn ich ehrlich bin. Denn jetzt hat er wieder drei Monster draußen, also den hätte er sich auf jeden Fall sparen können. Aber gut, ich würde sagen, wir lassen ihn den nächsten Overlay auch machen. Das dürfte ganz klug sein. Ja, das machen wir. Denn das dürfte dann trotzdem ihn ziemlich killen. Weil Call the Hunted kann er nicht mehr aktivieren diese Runde. Und ja, MRTs hätte er jetzt schon gesetzt. Also kann er meine Buttonbliss auch nicht treffen irgendwie, bevor ich ihn jetzt irgendwie mit Buttonbliss zerstöre. Von daher keine Sorge. Ich wollte noch ein paar Sachen ansprechen. Genau, ich habe noch einen DevPro-Bug. Bisher geht's eigentlich. Vielleicht wurde auch gefixt, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall habe ich irgendwie immer automatisch das immer anketten aktiviert. Also das hier. Und es lässt sich auch nicht mehr deaktivieren bei mir. Und wenn ich jetzt Maxi auf der Hand habe oder so, dann werde ich wirklich immer gefragt. Immer wenn ich es anketten kann. Das fuckt so sehr ab. Holy shit, ich hoffe, dass ich das bald irgendwie fixen kann. Aber aktuell geht's. Normalerweise nervt mich mein Twin Twister auch immer. Also, ich glaube, es wurde gefixt. Ich hoffe es sehr, weil das ist echt nervig. Wollte ich noch irgendwas ansprechen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war's. Wenn nicht, dann werde ich morgen im zweiten ABC-Part. Ja, okay. Er hat sein Zeitlimit erreicht, scheinbar. GG. Aber ich sag mal so, das war an dem Punkt relativ entschieden, weil er hat eigentlich noch gar nichts mehr. Ich werde nächste Runde, egal was ich ziehe, meinen Twin Twister auf die beiden Backrow-Karten abfeuern. Er hat ein leeres Board, außer ein Bubble Man, den ich im Kampf zerstören kann. Und dann hat er gegen mein ABC-Meta-Deck eh keine Chance mehr. Wie auch immer, danke fürs Zuschauen und dann. Ja, doch, wir machen doch ein Duell. War ein bisschen kurz, oder? Ja, doch. Und da sind wir auch schon in der zweiten Runde und mir ist gerade eingefallen, was ich noch ansprechen wollte. Ich werde immer ein bisschen geflamed, weil ich nicht im Ranked-Modus spiele mit meinen Meta-Decks. Leider funktioniert der bei mir nicht. Ich bekomme einfach keine Matches. Und wenn ich Matches bekomme, dann stürzt die nach der ersten Runde ab. Und das fuckt sehr, sehr ab. Deswegen kann ich da keine Aufnahmen machen. Deswegen tut es mir leid, dass ich hier ein paar, ja, keine Ahnung, Low-Rated-Decks oder so mit Meta-Decks abfacken muss. Aber naja, ich sag mal so, es benutzen so viele Leute dank des kaputten Ranked-Modus teilweise den Unranked-Modus, dass es überhaupt nicht mehr mattert. Also es gibt eigentlich gar keinen Unterschied mehr auf DevPro. Jeder spielt das, was er will, überall. Also naja, ich mache da auch keinen großen Unterschied mehr. Aber normalerweise bin ich dann schon so sozial und benutze den Ranked-Modus, aber aktuell geht das einfach nicht. Wie auch immer, darf ich anfangen? Ich habe gerade wieder nicht drauf geachtet. Ich weiß mittlerweile, ich kann es sehen, wenn ich zuerst ziehe, dann darf ich auch anfangen, aber ich habe nicht drauf geachtet, weil ich am Reden war. Und schulisch habe ich aktuell auch wieder viel zu tun. Seht ihr schon wieder Meta? Ich bin einfach im Unranked. Ich will auch normale Decks abbekommen. Na gut, da haben wir jetzt auch einen fairen Gegner. Metal Foe ist sehr stark, das stärkste Meta-Deck, wie ich finde, aktuell. Reines Metal Foe. Ich schau mal, was passiert. Ich werde auf jeden Fall, wenn er jetzt auch die zweite Skala rauslegt, vielleicht den Maxi droppen. Das könnte ganz klug sein. Dann kann ich ihn vielleicht daran hindern, hier auszurasten. Oder soll ich? Ist ein bisschen früh. Ist echt ein bisschen früh. Ja. Doch, ich droppe ihn. Wenn er jetzt gar nichts macht diese Runde, dann ist auch okay. Dann habe ich ihn genug ausgebremst mit Maxi. Aber ich denke mal, ich werde Karten ziehen. Ja, okay, den Kirin will er auf jeden Fall holen. Wenn er das nicht macht, wäre schon ziemlich dumm. Also, eine Karte werde ich ziehen. Okay. Ich bin kein erfahrener Metaspieler, das wisst ihr. Ich spiele es da ab und zu mal, just for fun. Und mit dem Deck hier habe ich bisher 6, 7 Runden gespielt. Teilweise auch gegen den Bot. Um mich halt ein bisschen reinzufinden, ist ja normal. So ganz blind spiele ich dann Deck meistens doch nicht auf YouTube. Und er rastet echt ein bisschen aus. Okay, gut, dann ziehen wir mit Maxi ein paar Karten. Da war das auf jeden Fall ein gutes Play, dass wir Maxi abgeworfen haben. Die Frage ist jetzt nur, können wir gegen sein First Hand Board überhaupt was machen? Das könnte schwierig werden, mal sehen. Die Karte darf er ziehen, okay. Ja, bisher sehe ich da keine großen Probleme, ehrlich gesagt, okay. Er hat noch das, da darf er sich das searchen, das ist aber auch okay. Genormelt hat er auch schon, nämlich den Bobuku. Da kann er jetzt eigentlich nicht mehr viel machen. Genau. Das hat er nicht optimal gespielt, glaube ich. Okay, wir haben Mithrilium. Was genau kannst du? Okay, er hat keinen richtig krassen Effekt. Das ist schon mal ganz gut. Dann würde ich sagen, holen wir uns erstmal hier das Hangar. Die beste Karte des Decks eigentlich fast schon. Und holen uns ein passendes Monster auf die Hand. Denn wir dürfen ja Search, wenn wir den Hangar aktivieren. Den man, by the way, auch nur einmal pro Runde aktivieren kann. Weil es sonst auch ziemlich OP wäre. Und dann
Würde ich sogar sagen, aktivieren wir nochmal den das Landform, damit wir es nicht nochmal ziehen. Das wäre nämlich ziemlich blöd. Wir nehmen wieder den, weil wir haben keinen. Und mit dem kann man searchen. Ja, doch, ich denke, ich bekomme Play hin. Ich denke schon. Gut, wir machen auf jeden Fall den, weil ich will nicht nochmal einen Hangar ziehen, das wäre scheiße. Jetzt weiß er halt, dass ich es auf der Hand habe nochmal, aber naja. Man spielt in ABC dreimal Landformen, dreimal Hangar. Dass man da zwei auf der Hand hat nach dem Maxi, nach dem erfolgreichen, ist, denke ich, obvious. Gut, wir beschwören auf jeden Fall den silbernen und damit den goldenen und damit den Drachling. Und schauen mal, was passiert. Er kann mir jetzt ein Monster bouncen, das wird aber nicht so schlimm sein normalerweise. Von daher bin ich mal gespannt, für was er sich entscheidet. Ich werde wahrscheinlich sogar den Kirin irgendwie rausbaiten. Das kann man eigentlich ganz gut machen. Mal schauen. So, Goldener. Und der Goldene holt jetzt erstmal den Drachling. Und der darf sich dann ein Equipment searchen. Dank dem Hangar. Wie gesagt, eine sehr gute Karte. Und ich habe auch noch Instant Fusion, also an seinem Board komme ich auf jeden Fall vorbei. Das ist nicht das Problem. So. Dann nehme ich wieder den Angriffskern. Keine Ahnung, ob das richtig ist, aber ich mach's mal. Und ansonsten würde ich sagen, Tsukuyomi. Tsukuyomi wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Ich werde auf jeden Fall nicht verhindern können, dass sein Kirin sich bounced. Und ich werde jetzt einfach mal alle drei Karten setzen. Aber wobei, nee, das geht gar nicht. Ich verliere den Hangar. Ja, okay, das ist aber nicht allzu tragisch, würde ich sagen. Wobei, ich könnte ihn setzen. Das würde gehen. Das wäre gar nicht so dumm, weil. Ja, doch, das ist schlau. Weil er weiß ja eh, dass mein Hangar da liegt, ja. Und ich brauche einen Tsukuyomi. Er ist einfach zu gut. Ich setze die Karte. Sieht jetzt dumm aus, aber ist, denke ich, das beste Play, was ich machen kann, weil ich werde sonst meine beiden Handkarten verlieren. Und so habe ich die Chance, dass mein Hangar in der nächsten Runde noch überlebt hat, nochmal searchen kann. So, ich brauche auf jeden Fall hier einen Tsukuyomi. Den muss er mir jetzt eigentlich dem Unicorn abräumen. Im Normalfall. Und shit, ich hätte, glaube ich, den overlayen sollen. Wäre, glaube ich, schlauer gewesen. Na, ist nicht so wichtig. Im Endeffekt werde ich ihn eh overlayen gleich. Ja, genau, da ist er jetzt geforst zu. Ja, okay, wenn man es so denkt, hätte ich auch meinen Hangar liegen lassen können, weil ich wusste ja, dass er ihn annullieren wird. Ach, egal. Wie gesagt, ich bin nicht perfekt mit dem Deck. So, dann machen wir Instant Fusion, holen uns Norden. Und Norden. Ja, ich hätte auf jeden Fall. Ja, es war dumm. Es war dumm, dass ich meinen Drachling nicht overlaid habe. Naja, passiert. Passiert. Dann holen wir uns jetzt hier den goldenen. Oder nee, den silbernen habe ich angeklickt. Okay, ist auch egal, wird eh overlaid. Und. Wie genau ist das? Ja, der muss auf den Friedhof gelegt werden. Das will ich eigentlich nicht. Das heißt, ich muss den irgendwie anders abräumen. Wobei ich könnte nochmal Tsukuyomi bauen, ne? Stimmt. Eigentlich viel besser. Machen wir das mal. Keine Ahnung, ob das schlau ist. Ich spiele auf jeden Fall zwei Tsukuyomis, weil er ist so gut im Deck hier. Das ist krass. Also Tsukuyomi ist das wichtigste Xyz-Monster, würde ich fast schon sagen. In ABC. Klatsch. Und mein Norden bleibt sogar liegen. Lustigerweise. So, und dann machen wir den weg. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Effekt getriggert habe. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht. Und ich ziehe noch ein paar Karten, okay. Das war jetzt nicht so gut, ehrlich gesagt. Dann aktivieren wir nochmal den Topf. Vielleicht bringt es ja was. Genormelt habe ich schon. Und jetzt habe ich mich ziemlich an die Wand gespielt. Verdammt. Okay. Ja, das war nicht perfekt. Alles klar, das war dumm. Aber gut, wie gesagt, ich übe noch. Ich übe noch. Don't judge me. Und ich bin krank. Aber wir testen das Ganze mal ein bisschen aus, was so geht. Ich hätte jetzt auch voll die geilen Plays ziehen können, theoretisch, aber nein. Ist halt immer noch so ein bisschen Glückssache. So, wenn er jetzt eine große Panel zusammen macht mit Kirin und Co., wird das alles weggestrikt. Also ich sag mal so, wir haben ganz gute Chancen immer noch. Und meine Search bekomme ich auch. Meinen Dragon Buster bekomme ich gleich, wenn alles gut geht. Also ich wüsste nicht, über was wir uns Sorgen machen sollten. Okay. Ja, das ist. Ja, ist auch okay.
mill ein bisschen dein Deck. Hast ja schon deinen Kirin. Kann er ruhig machen. Den Drescher können wir specialen. Dann habe ich noch den Angriffskern. Den kann ich hinterher normal. Dann habe ich schon mal einen Xyz. Das ist ja schon mal ein Anfang. So, ja, pendel alles her. Kirin auch bitte. Und bitte noch was. Komm, noch einen vierten hast du dir geholt. Bitte. Ja, danke schön. Sehr schön. Vier Stück in die Pendel zusammengehauen und bam, alles weg. GG gegen Pendeldecks manchmal. Wenn ich nicht so dumm gespielt hätte eben, wäre das auf jeden Fall Killer gewesen. Aber gut. Ach, Moment mal. Ja, okay. Das ist... Ja, ich habe den Effekt vergessen. Aber gut, ich sag mal so, Tsukuyomi hätte eh nicht überlebt. Der wäre jetzt im Kampf gestorben. Von daher ist es egal. OTK wäre ich auch nicht. Aber ich werde jetzt verlieren wegen der Backrow. Weil meine Plays aufgehalten werden. Das ist ein bisschen doof. Aber damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Der Dragon Buster ist ziemlich gut. Der kann nämlich... Der kann einmal pro Runde eine gegnerische Karte banishen, indem man eine Handkarte abwirft. Und er kann sich wieder aufteilen in die drei Dragon Buster Teile. In A, B und C. Was auch ziemlich praktisch sein kann. Also ist eine sehr gute Karte. Mal wieder. Naja, ist halt ein Metadeck, ne? Jede Karte ist irgendwie ganz gut. Und das war jetzt natürlich ein guter Play, weil jetzt bekommt er den Effekt von Metrillium. Aber die eine Backrow-Karte, die gefällt mir nicht. Die kenne ich auch, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, wenn ich sie kennen würde und er sie sich gesearched hätte, dann würde ich die hier auch sehen. Aber nein, natürlich nicht. Okay, ich habe jetzt eh keine Wahl. Wir aktivieren erstmal den Hangar. Bekommen die Search. Und suchen uns... Moment, den habe ich noch gar nicht, oder? Glaube nicht. Ich hoffe mal nein. Ich hoffe mal nein. Okay, wir haben im Grave die beiden. Genau, okay, alles gut. Dann beschwören wir erstmal ihn speziell natürlich. Und dann holen wir uns noch den Crash Wyvern per Normal Summon. Und machen dann erstmal hier den Hangar natürlich. So. Und nehmen uns aus dem Deck das einzige Target, was noch übrig bleibt. Und jetzt machen wir ein Overlay. Die Frage ist, zu was? Ich könnte jetzt schon den Dragon Buster machen, wäre aber zu früh natürlich. Emerald wäre eine Option. Wobei ich ehrlich gesagt ein Castle gerne hätte. Ach Moment, die sind ja beim Extra-Deck wieder, ne? Stimmt. Aber die machen jetzt nicht mehr so viel Sinn. Nee, das machen wir nicht. Ich würde sagen, wir bauen ein Castle, um gegen den Metrillium vorzugehen. So. Und vielleicht triggern wir eine Fallenkarte. Moment, das ist jetzt... Du suchst vom Deck, oder? Genau, okay, das ist okay. Dann gib mir die. Dann aktivieren wir den Effekt von Castell. Und mixen sein Metrillium weg. So, und jetzt kann ich aus meinem Extra-Deck meinen Dragon Buster holen. Indem ich A, B und C vom Grave banische. Und die habe ich ja mittlerweile alle da reinbekommen. Und dann werde ich jetzt auf seine Backrow los, würde ich sagen. Indem ich... Crash-Fiber wegmache. Ja, machen wir den mal weg. Und dann banische ich mir die Backrow. Das war's. Okay, eine Konter. Und dann, ja, crashen wir da rein. Und nächste Runde kann ich seine Pendel zusammen aufhalten mit Strike. Also, ja, solide, ne? Und die Dragon Buster Kanone liegt nächste Runde auch noch. Also, ich denke mal, wir haben gewonnen. Glaube ich. Keine Ahnung. Mal sehen. Und ich habe nicht so schlecht gespielt. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit mir, muss ich sagen. Dafür, dass ich das Deck kaum kenne und wir gegen Metal vorgespielt haben, der nicht so viel Mist gebaut hat, der Spieler, bin ich ganz zufrieden mit mir. Aber ich denke, er hätte auch besser spielen können. Allein diese große Pendel-Summon eben war ein bisschen risky von ihm. Hätte ich, glaube ich, nicht gemacht auf eine Backrow. Aber naja, ist halt Glückssache manchmal. Da muss ich erst triggern. Okay, dann machen wir ihn weg. Ja, wir banischen ihn und machen den Kern weg, würde ich sagen. Und dann banischen wir den Rabbit. Und wenn er jetzt noch eine große Special-Summon macht, dann wird die auch aufgehalten durch Strike. Also ich denke, er hat keine Plays mehr. Ich wüsste nicht, welche Plays er noch haben sollte. Wenn ich ehrlich bin. Was soll er jetzt noch haben?
An Deckout sterbe ich nicht, ich habe noch 10 Karten im Deck, obwohl ich dreimal den Pot spiele. Weil der Pot ist einfach genial in ABC, wie ich finde. Pendel Summon für 2. Nee, für 3 sogar. Ja gut, dann verlierst du jetzt alle Materialien, die du noch hast. GG! Schönes Duell, auf jeden Fall, gegen dich. Pumpeltin? Keine Ahnung, komischer Name. Sind es Els? Ja, oder? Pumpeltin? Keine Ahnung. Sehr komischer Name. Danke fürs Zuschauen. Und wie gesagt, wenn du mich vermisst, dann schaut euch die Reviews auf meinem Zweitkanal an. Sind oben in der Beschreibung verlinkt. Zumindest der Zweitkanal. Und ansonsten wartet auf den Cup wieder. Der wird kommen. Und die Frage ist, wann? Wann bin ich wieder gesund? Wann kann ich wieder aufnehmen, ohne an Halsschmerzen fast zu verrecken? Und ansonsten, ja, ihr merkt, ich bin ein bisschen Depri. Aber das bin ich immer, wenn ich Halsschmerzen habe. Ich hasse das so sehr. Wie auch immer, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches Meta-Deck ihr gerne sehen würdet, denn ich mag den Meta aktuell. Wird, glaube ich, mal Zeit, dass Creep-Fan sich ein bisschen in die Meta wieder einfindet. Oder macht eigentlich Bock. Beim nächsten Mal machen wir auch wieder ABC natürlich. Gebt ihr immer 2 Duelle und dann mache ich dazu auch ein Deck-Profile. Ist aber ein ziemlicher Standardbild, also nichts Besonderes. Ich denke mal, euch hat keine Karte überrascht, die ich heute gespielt habe. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.